Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 4. Oktober 2016. Heute mit diesen Themen. Schülerinnen und Schüler haben wieder freie Fahrt zur Kultur. Käsekaiser Peter Dünser zu Gast in der Gondel am Muttersberg. Und es gibt wie gewohnt die News sowie Wetterinformationen. Schulterschluss zwischen dem öffentlichen Verkehr und Kulturanbietern. Das erfolgreiche Projekt Freie Fahrt zur Kultur wird fortgesetzt und ausgeweitet. Alle Informationen dazu gibt's jetzt. Auch im Schuljahr 2016/2017 erhalten Vorarlberg-Schülerinnen und Schüler für Kulturbesuche Freifahrttickets innerhalb des Verkehrsverbunds Vorarlberg. Pro Schulklasse gibt es wieder zweimal kostenlose Hin- und Rückfahrt mit Bus und Bahn für Exkursionen zu Kulturstätten bzw. Einrichtungen im Lande. Es ist eine, wie ich glaube, im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus ein einzigartiges Angebot, das den Jugendlichen den Zugang zu Kunst und Kultur kostenlos zu erreichen. Wenn man die Inanspruchnahme sieht mit über 800 gebuchten Gratistickets, dann konnten im vergangenen Jahr mehr als 17.000 Schülerinnen und Schüler davon profitieren und insgesamt 175 Kultureinrichtungen nutzen. Kulturlandesrat Christian Bernhard unterstrich die Bedeutung der Aktion als Beitrag zur Kulturvermittlung. Ganz einfach gesagt, es nützt nichts, wenn wir die schönsten Einrichtungen haben und man kommt da nicht hin oder B, man kennt die Existenz gar nicht. Und deshalb freut mich dieses Freie Fahrt zur Kulturprojekt so besonders, weil da geht es im wahrsten Sinne des Wortes um das Hinkommen. Und es geht natürlich dann auch darum, dass vermittelt wird und dass neugierig gemacht wird auf dieses Angebot. Und unsere Museen, das muss man sagen, die können sich wirklich sehen lassen. Die Initiative Freie Fahrt zur Kultur ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Theater, Museen, Konzerten, Ausstellungen und Kino, egal welchen familiären Hintergrund die Kinder und Jugendliche haben. Insgesamt sind 290 Schulen mit zusammen 2666 Klassen für die Freie Fahrt zur Kultur berechtigt. Soweit zum Pressefoyer und weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Ländle-FP-Chef Reinhard Bösch fordert vom Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner, bei der Frage der Mindestsicherung zu handeln. Anlass für Böschs Vorstoß ist eine Aussage von Grünen-Sozialsprecherin Judith Schwendner. Diese hat dem Nationalrat angekündigt, die ÖVP würde mit ihren Koalitionspartnern in den westlichen Bundesländern massive Probleme bekommen, sollte die Bundesregierung eine Deckelung der Mindestsicherung beschließen. Diese Aussage bezeichnete Bösch heute als Erpressungsversuch der Grünen. Eine Reform der Mindestsicherung sei ein Gebot der Stunde, meint Bösch. Der Ländle-FP-Obmann begründet dies mit der illegalen Massenzuwanderung, vor der die Grünen die Augen verschließen würden. Der freiheitliche Parteichef fordert daher von Wallner, die Vorarlberger Grünen vehement in die Schranken zu weisen. Gabriele Sprickler-Falschlunger fällt nun die Aufgabe zu, die SPÖ Vorarlberg auf die Landtagswahl 2019 vorzubereiten. Am Freitag übergab Michael Ritsch überraschend den Landesparteivorsitz an die Landtagsabgeordnete Gabriele Sprickler-Falschlunger. Also was man erwarten kann, ist mich. Gäbe es eine zweite Person, würde ich nicht kandidieren. Ich glaube, eine Kampfabstimmung ist nicht gut für die SPÖ. Das mögen andere Parteien in anderen Ländern gewohnt sein. Wir sind das nicht. Und ich hoffe natürlich auf ein gutes Ergebnis. Die Leitung des Hypo-U-Ausschusses übernimmt der Landtagsabgeordnete Reinhold Einwallner. Nun liegt es an der 60-jährigen Ärztin, die Partei auf den Landesparteitag Ende März vorzubereiten und die Weichen für die Landtagswahl 2019 zu stellen. Am Montagnachmittag ist es auf der L190 in Frastanz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker wollte von Frastanz auf der L190 kommend in Richtung Felsenau abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 32-jährige Lenkerin, die Vorrang hatte. Es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Verkehrsbehinderung durch den Unfall blieb minimal. Die Polizei konnte den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileiten.
In der Gondel am Muttersberg unterhielt sich Andreas Seeburger mit Peter Dünser von der Sennerei Schniefis. Einen kleinen Ausschnitt aus der Serie Ostergondel gibt's jetzt. Den Käsekaiser, glaube ich, haben ihr verliehen gekriegt. Oder du bist der Käsekaiser mit deinem Team, war er. Ja, gut, was hat es mit dem auf sich? Käsekaiser ist an und für sich in Österreich in der Branche sicher die bekannteste Auszeichnung, wo man mit dem Produkt erreichen kann. Und wir haben viele Jahre an und für sich als kleines Unternehmen in der Milchbranche in Österreich, sind wir ganz ein kleines Unternehmen, an und für sich, wie es gesagt war, ihr könnt da gerne anmelden, weil wir so klein sind. Und in dem Sinn haben wir den nicht aufgehört, trotz Kleinheit und Feinheit. Und irgendwie haben wir uns den anmelden lassen und dann ist es noch nicht gleich von Erfolg gekrönt gewesen. Und doch nach 4 Jahren, jetzt letztes Jahr nominiert, und hier haben wir für den Laurentius extra bekannt, wo er Genugtuung ist, weil man Laurentius an und für sich von der Pike auch selber entwickelt hat, Schniefis. Und an und für sich die Krönung von dem Produkt vom Anfang bis hin zur Etablierung im Fradelberg am Markt und alle Höhen und Tiefen mit dem Käse mitgemacht haben, dass er nicht so gut war und dann doch wieder. Und dann, ja, also einfach die Kontinuität hat sich da durchgesetzt und in dem Sinn die Krönung der Käsekaiser 2016 für den Laurentius extra bekannt. Und ja, natürlich eine Freude bei allen Beteiligten, angefangen von der Bura bis hin zum Senn, bis hin in der Vermarktung, wo natürlich so eine Auszeichnung Österreich wird schon enorm wichtig ist für unsere Vermarktung. Ja. Merkt man das, wenn man denn auch medial ein bisschen einen Aufschwung hat? Merkt man das auch im Absatz? Ja, ist dann für sich gut berichtet. Wird von der Agrarmarkt Austria austreten und in dem Sinne auch eine gute Medienarbeit gemacht. Und in dem Sinne auch in Deutschland und dort und da natürlich schon gut spürbar, dass man da jetzt, gerade auch mit mal angriff der Käse, als Unbekannte da mal mit dabei sind als Preisträger und in dem Sinne absolut etwas ist, wo wir schon gut gespürt haben. Ja. Ostergondel mit Peter Dünser sehen Sie ab heute Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin sowie online auf www.voll.at/ländle-tv. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Eine dürftige Ausbeute gab es für Vorarlberg bei den Zulassungsprüfungen für das Medizinstudium. Gerade einmal 34 von 247 Teilnehmern ergatterten im heurigen Jahr einen Studienplatz. Den Nesensohns aus Frastanz wurde Tochter Stefanie durch einen Mord brutal entrissen. Den VN erzählen sie vom Leid, das diese Tat über die Familie brachte. Man hilft, wird die Nesensohns unterstützen. Vor der Mindestsicherungsdiskussion im Landtag gehen die politischen Wogen hoch. FPÖ Bösch attackiert ÖVP und Grüne. VP-Klubobmann Frühstück vergleicht Bösch mit einer Asterix-Figur. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Diatag. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss. Habe die Ehre miteinander. Ich und meine ganze Familie täten uns sehr freuen, wenn wir einmal zu Gast im Panorama-Gasthof Kirchberg wären. Und jetzt zeige ich euch, wie das Wetter wird. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad. Der Wind weht mit 6 km/h aus Südosten. Hochnebelfelder betreffen am Mittwoch vor allem die typischen Regionen wie den Bregenzer Raum, den Bregenzer Wald sowie Teile des Rheintals. Die Nebelobergrenze ist bei rund 1700 Meter anzusetzen. Abseits der Nebelzone scheint die Sonne, nachmittags bleibt vom Nebel etwas Haufenbewölkung übrig. Trotz Sonne wird es herbstlich kühl. Die Höchstwerte liegen meist unter 15 Grad. Am Donnerstag bleibt es aber überwiegend sonnig und trocken im Ländle. Trotz Sonne ist es aber kühl. Der Freitag gestaltet sich bewölkt, wobei die Sonne zeitweise durchblinzelt. Am Samstag ist es wolkig bei 8 bis 13 Grad.